Ich selber habe zu Schulzeiten habe ich Klavierspielen gelernt. Dritte Klasse hatte ich angefangen bis zur 10. Klasse. Ja, dann hat es aufgehört aufgrund von Zeitmangel, aber ich habe trotzdem noch ein Klavier zu Hause und es wird ab und zu auch mal angefasst. Ich hatte ja mal einen Bekannten und ich habe gedacht, jetzt musst du denn mal zeigen, wo ich arbeite. Wir waren 3 Stunden hier drinnen und der ist aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Und da habe ich bloß einen Bruchteil gezeigt, was ich hätte noch alles erklären können. Also der war fasziniert, wie komplex das ist, wie viel wir hier machen und was da alles drinsteckt, wenn man den Flügel aufmacht, was man da alles erblickt, was man ja, wenn der Flügel auf der Bühne steht, ja nie sieht. Ursprünglich wollte ich mal Elektriker werden und dann gab es diese Begebenheit, da gab es eine Berufsberatung noch von der Schule aus und die Dame sagte mir, Mensch, willst du nicht Klavierbauer werden? Da habe ich gedacht, Mensch, Klavierbauer, das ist ein Beruf, den kann man lernen. Habe ich bis dahin noch gar nicht auf dem Schirm gehabt und habe ich Bewerbung geschrieben, wurde eingeladen zum Probearbeiten und zack, bin ich hier gewesen. 98 habe ich angefangen mit meiner Lehre und dann, man wird halt immer mehr zum Experten, sage ich mal. Und eben die Gussplatten, da bin ich der Hauptansprechpartner hier, wenn da einer was wissen will. Macht einen schon stolz, wenn man da weiß, dass wenn einer was wissen will, dass der zu jemandem wie mir kommt und um Hilfe bittet. Also die Gussplatte besteht aus Grauguss. Da ist ein Kugelgraphit drin. Es dient der besonderen Schallleitfähigkeit in der Platte. Es wirkt sich dann halt auf die Akustik aus. Die Gussplatte muss einfach auch wahnsinnig viel Zug aushalten. Die ganzen Saiten, die da drauf eingehangen werden, die muss die Gussplatte ja aushalten. Und das, wenn wir reden hier von 15 bis 20 Tonnen Zugkraft. Also ich würde sagen, man braucht schon Kraft, aber man muss auch Feingefühl mit den Gussplatten haben. Man baut ja die Flügel mit dem Wissen oder mit der Hoffnung, dass die irgendwann mal auf einer Bühne stehen und einen Pianisten oder ein Publikum glücklich machen. Macht ihn schon irgendwo stolz. Und ich sage mal, dass nur Bechstein eben auch ein Name ist, eine Marke, die bekannt ist, macht das natürlich umso besser.